So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde. Lucius, Blutjes, Huges, 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 bla 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 bla. Ja, also, erstmal ein bisschen klarkommen im Schädel. Irgendwie ist heute das Wetter und die Atmosphäre ganz schlimm bei mir. Aber wir wollen nicht viel vom Real Life schnacken, sondern. Ja, so ist es wieder. Der Schnitt des Todes war wieder da. Sondern wollen einfach mal direkt weiterspielen. Scheiß auf Real Life. Apropos Real Life. Meine Salzstangen sind leer, Leute. Nein, was macht Luna ohne Salzstangen? Aber, ich wäre nicht Luna, wenn ich nicht einkaufen gewesen wäre. Ihr könnt mir jetzt live dabei zuhören, wie ich meine Packung Salzstangen öffne. Noch ganz verschlossen und frisch. Geh auf! Du Sau! Da ist es offen. Der Geruch von muffigen Salzstangen am Morgen. Schön. Und eine frische Salzstange für den Mund. Ja! Wunderbar! Es gibt doch nichts Schöneres als frische Salzstangen. Und der Tag ist gerettet. Nom, nom. So, Blutschiss. Wir gehen einmal ans Ouija-Brett. Heute bleib ich nahe der Hölle. In Kammern zu liegen ist mein Wille. Was? Kapier ich nicht. Habe ich vielleicht irgendwas verpasst? Jovita, haben wir schon Bilder gesehen? Heute bleibe ich nahe der Hölle. Ich höre auf jeden Fall Polizeifunkspruch-Scheiß. Na, Mudanz. An Arschkrapschen. Du warst in letzter Zeit so ein guter Junge. Wir müssen dich irgendwie belohnen. Lass deinen Vater in Ruhe. Er ist sehr angespannt. Er muss gerade eine Menge verarbeiten. Ich hatte doch gar nicht vor mit meinem Vater. Moment. Ohrringe suchen. Aber ich hatte doch Ohrringe. Moment, da sind sie doch, oder? Ohrringe, da. Mutti. Mutti, bleib hier, ich hab die! Ich glaube, ich muss mich einen Moment anlegen. Da hast du! Hausarbeit beledigt. Hausarbeit beledigt. Ernehmensstatus 50%. So, dann hätten wir das auch schon mal. Ja, dann leg dich hin, du Alte. Geh mir aber nicht. Ein paar Polizisten im Haus, tu uns einen Gefallen und sei höflich. Na, ich geh da hin und zeig dir den Mittelfinger. Was denkst du denn? So wird das bei uns geregelt. Bin Lucius, das verwöhnte Kind aus Zehlendorf. Ich bin eine Berliner Keule, aber ich wohne in Zehlendorf. Meine Eltern sind reich, aber ich hab Bock, Punk zu sein, weißt du? Wo ist das Sterni-Export? Ich will saufen. Warum ruckelt's hier draußen immer so eklig? Ich kann alle Spiele aufnehmen. Nur Huges nicht. Da läuft's immer bei 15 FPS gerade. Ich hab keinen Plan, warum. Irgendwas in der Einstellung, das mir den letzten Nerv raubt. Naja, ist ja nicht so schlimm. Das Wasser sieht komisch aus. So ein bisschen. Bisschen quecksilberartig. Oh mein Gott, Quecksilber, ich werde sterben. Nein. Hier ist nichts. Nein, hier ist gar nichts. Wo sind denn die Polizisten im Haus? Ich habe ja keine gesehen. Ich wollte einen Stinkefinger zeigen und mit Sternen die Flaschen schmeißen mit Lernen. Ich bin der Berliner, ich schmeiß mit Steinen, wisst ihr doch. Gute alte Zeiten. Wieso läuft da permanent Wasser runter? Kann mir das mal jemand erklären? Die Sache ist die, es regnet gerade nicht. Wasser läuft nur runter, wenn Wasser auch drin ist. Wenn es jemand gegossen hat, sollte es längst aufhören, weil Wasser beim Gießen dauert nicht so lange, als wenn jemand hat ganze Eimer darin geschmissen. Unrealistisch! Ulolol! Erstmal hier kaputt machen, randalieren! Oh, ich schmeiß mit Vasen um mich und mit Büchern. Ich muss wahrscheinlich muschelbadelbuddel. Muss wahrscheinlich irgendwas mit den Polizisten machen. Momentchen, aber vorher, bevor das Kind ständig anfängt so rumzuplärren, drehen wir einmal das Kreuz um. Denn wir sind die Kinder Satans. Macht noch ein bisschen was kaputt. Ich hab Bock, was kaputt zu machen. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Und zwar Alkohol. So. Habe ich meiner Wut erstmal freien Lauf gelassen, Dampf abgelassen, so wie man das in Zehlendorf tut. Ich schmeiß eine Vase runter und dann geht's mir wieder gut. Kostet ja nichts. Sind doch nur 3000 pro Vase. Muss ich eh nicht bezahlen. Ich bin Lucius, das verwöhnte Dreckskind aus Zehlendorf. Wie oft würde ich das jetzt noch sagen? Ich weiß es nicht. So schlimm ist es da eigentlich. Oh, Socken. Ich nehme eine Socke mit. Solange, bis ich einen Schlüpfer finde. Oh, erschreckt mich doch nicht. Was war das denn gerade? Der Säuferonkel. Ah, das ist ein Totenschädel. Moment. Er hat mir gesagt, so Totenschädel heißt irgendwie, dass da was ist in der Nähe, was man irgendwie benutzen kann. Oder so. Oida, ist das ein Suffkopf.
warum? Ich verstehe es nicht. Warum hat sie das getan? Weil du ein Fremdgänger bist. Du pimperst einfach so mit anderen Spaniern rum, du ekelhafter. Ach. Tom, er trinkt nun schon seit einem Monat. Anscheinend hat er wirklich Gefühle für Jovita. Mm. Das erinnert mich daran, dass ich eine Karte auf dem Tisch sah, als ich die Kamera nahm. Eine Karte auf dem Tisch. Ich muss jetzt allein sein. Ah, ja, genau. Da war doch diese... Moment, wo haben wir sie denn? Die Karte. Eine Karte mit einem Geheimweg. Der Weinkeller und dahinter ist eine versteckte Tür. Das ist eine gute Idee. Wo ist die Socke? Socke! Da liegt sie. Socke des Glücks. Halt's Maul, ey. Geh mir nicht auf den Sack. Warum wohl? Weil du ein Penner bist. Sie hat dich geliebt, du Arschgeige. So was tut man manchmal, wenn man depressiv ist. Ich bin nicht der erste Mensch, der sich umbringt, weil Take That sich auflöst. Nur, dass du nicht ganz so wichtig warst wie Take That. Take That war cool. Ja. Ich stehe auf Boygruppen. Ah. Ich liebe sie. Nein, 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 nein. Ich laber schon wieder total den gequirlten Hulefanz. Utility-Raum. Was will er denn? Oh, hallo, Lucius. Ich drehe mal das Kreuz um, das stört niemanden. Ich will keine Kassette von deiner scheiß Cutband. So, da unten geht's in den Wine-Cellar. Heute mal ohne Taschenlampe, weil die braucht man irgendwie nicht. Und hier hinter dem Weinkeller. Dahinter ist ein Geheimgang. Oh, obergeil. Oh, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend, Leute. Was wohl jetzt kommt? Oh, Gemäuer. Graf Dracula, what the fuck hat er denn am Haus? Ich habe einen geheimen Ort gefunden. Aktualisierung im Questbuch. Ich habe die Kammer gefunden, es muss hier irgendwas Nützliches geben. Nicht angezündete Kerzen. Da ist was. Eine Zunderbüchse. Haha, Amnesia. Pilz. Pilz in the name of love. Du, 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 du. Oh. Wir wollen doch Satan anbeten und nicht den anderen Schund. Hier muss doch irgendwas Tolles geben. Fesseln zum Verbinden vom Festbinden von Opfern auf dem Tisch. Jetzt habe ich Pillen gefunden. Flasche mit tödlichem Gift. Gut, die kann ich wahrscheinlich verwenden, um das in den Suff zu füllen. Meine Socke! Nein! Socke, bleib hier! Ich habe Angst ohne dich. Da geht's weiter, oder? Ei. Ei, 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 ei. Ist dir niemandem aufgefallen, dass hier so ein Ritualraum unter dem Scheißhaus ist? Da brauche ich einen Schlüssel für. Einen Schlädel. Nur wem gehört der? Was ist mit seinem Arm los? Junge, höre auf zu papieren. Warum hältst du die Socke so scheiße? Warum liegt da Blut rum? Und wann kommt der Kerl mit der Maske? Ich freue mich auf ihn. Mm. Gut, dann gehen wir mal wieder nach oben. Ich denke mal, mit dem tödlichen Gift kann ich irgendwas anstellen. Oder nicht? Ratten? Die brauchen wir natürlich nicht. Licht aus, Licht an, Licht aus, Licht an. Hm, scheiß drauf. Oder der verpiert schon wieder. Das ist ein Bengel ohne Scheiß. Notgeil wie Sack. Fest ständig seine eigene Mutter an euch. Seinem Onkel an Piepmatz. Papiert jetzt auch noch. Hast du die Kassette schon gefunden? Halt's Maul, ich will deine scheiß Kassette nicht. Deine Welt stinkt nach Eich. Nach richtig saurem Eierrülps. Boah, kennt ihr das? Boah, abartig. Lass Tom in Ruhe. Er fühlt sich nicht allzu gut. Ja, ja. Tom, der geht mir am Arsch vorbei. Der stirbt jetzt. Der Penne! Drück ich auf M, passiert soweit nichts, okay. Nein, 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 die Socke. Die Socke kommt mit. Hab zwar keinen Schlüpfer, ich laufe gerade wieder voll falsch, glaube ich. Oder? Laufe ich falsch? War hier Onkel Tom? Gibt es denn hier nirgends einen Schlüpfer? Da ist er. Ich verstehe es nicht. Warum hat sie das getan? Eine Weinflasche. Das ist halt nur die, wenn ich das jetzt da reinpacke, sieht er mich. Das ist Kacke. Ich glaube, ich muss ihn... geistig... Dein Geist ist zu stark. Was?
Der säuft ohne Ende. Sein Geist ist nicht zu stark. Sein Geist ist scheiße. Bitte, ich muss jetzt allein sein. Fernsehen gucken hilft dir aber auch nicht, du Arsch. Oh, Lucius. Wie konnte sie das tun? Warum das kann so nicht benutzt so werden. Ich hab doch jetzt das Gift. Ha. Was mache ich damit? Was mache ich mit dem Gift? Ich muss das irgendwie benutzen. Neue Socke, neues Glück. Vielleicht hilft sie mir weiter. Wo ist denn hier dieses scheiß Kreuz? Hä? Hier ist irgendwo. Scheiß drauf. Kein Bock. Ich habe jetzt das Gift, was mache ich damit? Brötchen vergiften? Das kann so nicht benutzt werden. Start, ich nutze jetzt meine Schatulle hier. Ich sehe nichts. Sie hilft mir, das zu finden, aber nur wenn ich im selben Raum bin. Ha, toll! Das ist ja wunderbar! So ein Scheiß-Item. Wer nutzt denn sowas? Halle Schmodderpoop. Geh ich mal hier rein und benutze das beim Onkel. Schau mal nach, ob ich da irgendwo was benutzen kann. Da ist ein Totenschädel. Da auf dem Boden ist was und da irgendwie haufenweise kleine Sachen. Das ergibt alles keinen Sinn. Ich muss irgendwie. Eine Weinflasche. Amy Winehouse. Warum hat sie das getan? Irgendwas war hier, aber ich frag mich was. Kann ich ihm da irgendwas hinlegen vielleicht? Irgendwas. Kann ich dir irgendwas Gutes tun, Onkel? Ich hab keinen Plan. Pilz. Da. Bitte. Ich muss jetzt da. Ja. Lass mich mal machen. Hör mal auf zu reden, Onkel. Wie konnte sie das tun? Warum sollte sie so etwas tun? Leg mal wieder ab. Ich will das vergiften. Wieso kann ich das nicht vergiften? Eine Kacke ist das. Jetzt darf ich ja wieder 3 Stunden durchs Haus rennen. Gut fühlen? Wohlfühlen? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie sich das anfühlt. Du bist Kacke, weißt du das? Ich hasse dich. Ich muss doch irgendwas mit dem alten Sack machen können. Ich frag mich nur was. Schauen wir uns einfach mal in Ruhe um. Hier drinnen ist bestimmt auch noch irgendwas. Ich muss doch irgendwas vergiften können. Habe ich vielleicht irgendwas vergessen in diesem Raum? Hier geht's nicht lang. Ich gehe nochmal zum Utility Room und schau mich da um. Das ist auch Garage. Le Montage. Oui, oui. Oh. Hallo, Liebe. Hier liegt übrigens irgendwo eine Kassette von meiner Band herum. Du nervst. Mambusa, sagst du mir was, was ich machen muss? Das nicht der Wunderknabe ist. Hast du mein Montiereisen gefunden? Ein Montiereisen muss ich jetzt suchen. Werkzeug für Handwerker suchen. Montiereisen. Da war da gerade irgendwo. Oi, seht mich an. Ich trage einen Kanister mit mir rum. Doch irgendwo gerade. Hä? Hä? Schon wieder. Das Auge. Das ist da manchmal. Wo genau? Wo? Was? Wofür ist das Auge? Das Auge, das geht manchmal an. Da, schon wieder. Was guckt der sich denn da an? Auf der anderen Seite vielleicht? Lelele, lass mich durch. Du komischer Roller. Kisten. Toll. Ui.
Dachte schon irgendwas Cooles. Nee, Kisten. Hier kann man Dart spielen. Hier sind Sachen. Da ist ein Schlüssel. Aha. Vielleicht brauche ich den für Lagerkäfig-Schlüssel. Für die Schatulle der unten. Das kann gut möglich sein, du. Schauen wir einfach mal. Ganz versteckt mit so einem Friesenschalter. Das fällt auch gar nicht auf. Nein, 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 nein. Du siehst nichts, siehst nichts, siehst nichts. Tutsi, 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 du. Dafür ist er nicht da, schon mal. Sehr schade. Sonst ist hier drin auch nichts. Gar nichts. Kein Hinweis, nichts. Tom hat, ja, tolle Karte. Also Lagerkäfigschlüssel bringt mich schon mal an der Stelle auch nicht weiter. Was muss ich denn da machen? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das da oben der Lagerkäfig. Der hier links. Ähä. Jawollo. Moniereisen. Da hab ich's doch. Warum kam da jetzt so eine Filmsequenz? Wegen dem scheiß Moniereisen. Komm ich hier nicht mehr raus? So. Ist hier noch was Tolles drin? Nö. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Ich gehöre zum Johanniter. Alles Kacke. Kann ja wenigstens ein scheiß Brecheisen da geben, sein Moniereisen. Montiereisen. Was laber ich denn? Hier, dein Mann. Da bitte. Du warst ein sehr guter Junge. Im Zimmer wartet eine Kacke auf dich. Tolle Karte. Jetzt krieg ich Kacke. Vielleicht brauche ich das ja aber auch, das, was im Zimmer auf mich wartet. Um das Spiel zu schaffen. Damit die Sidequests auch nicht seidig genug sind, sondern zur Hauptquest mutieren. Bestimmt gibt's wieder nur Kacke. So wie diese komische Spieluhr, die kein Mensch braucht. Die total unnütz ist. Und überhaupt nichts bringt. Die Kacke. Wer macht denn sowas? Wenn sie wenigstens mir mit der Kamera irgendwo sagen würde, so, oh ja, du musst in die und die Richtung gehen, oder ein Pfeil auf dem Boden mir sagt, oho, mach dies und das. Aber nee, nur im selben Raum bringt das was, toll! Ich hab ein... Oh! Nicht ernsthaft, oder? Moment. Ich hab ein Dreirad geschenkt bekommen. Oh, ich bin der Pimp! Ich bin der Pimp auf meinem Bike! Passt auf! Jetzt komm ich! Und wirklich schneller ist es auch nicht. Komme ich doch wieder runter? Wenn ich so sprinte, bin ich genauso schnell. Ist der Turbo-Modus? Ach, es gibt einen Turbo-Modus. Wuhuhuhu, ich bin der Pimp. Yippie. Damit kann ich alles schneller durchwandern. Das bringt mir auch ganz viel. Tolle Karte. Rückwärts fahren. Oh, la, Burnout. Oh. Wee, wee. Was eine Arschraketenkacke, ey. Lassen Sie mich durch. Ich bin der Biker from Hell. Ich gehöre den Hells Angels an. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wee, tolle Karte. Vielleicht finde ich ja irgendein Bild von ihr in ihrem Raum. Wo ging es nochmal lang? Ich glaube da? Nee. Einmal umdrehen bitte. Einmal. Oh, diese Steuerung ist auch ein bisschen komisch. Aber es sieht geil aus. Ich bin der Pimp. Lasst mich Pimp sein. Ich bin pimpiger als alle Pimps der Welt. Ich hab's drauf. Drauf, drauf, drauf. Und drunter habe ich auch noch. Eingeschissen habe ich mir. Irgendwas Tatatönes? Eine Socke? Aha. Weiterfahren. Eine Gitarre! Kann ich Gitarre spielen? Doch kann ich nicht. Natürlich nicht. Das klingt etwas eigenartig teilweise, der Sound. Da, Schlippe! 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 Wie komme ich jetzt wieder weg? Ah! Rechtsklick. Schlippe.
und draufsetzen. Ich kann mich nur... Och man, muss ich mich entscheiden, will ich ein cooler Biker sein oder will ich den Schlibbe des Todes? Da entscheide ich mich doch für den Schlibbe. Schlibbe? Schlibbe! Jetzt, jawohl! Schlüpfer, Schlüpfer, tralalalala. Schlüpfer ist viel cooler. Jetzt muss ich nur wissen, wo und wann und wie und weshalb. Einfach mal andere Seite runtergehen. Yo, Alde! Was machst du denn hier, du Socke? Willst du Schlippe? Warum bekomme ich immer solche Fälle? Weil du geil bist, du wild gewordenes Luder. Oh, guck mal hier. Piep, 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 piep. Piepern. Was ist das? Jovitas Schlüpfer? Das ist ein ganz besonderes Ding. Das nehme ich doch mal mit. Oh, Baby. Es riecht noch frisch. Achso, Champagner. Ich dachte, Champignons. Also, eine Büchse Champignons? Schlüpfer? Schlüpfer! Schlüpfer! Jetzt! Ja, ich dachte schon. Kannst du mir nicht antun, Schlüpfer? Hier haben sie gebumst, die wilden Hühner, ey. Die widerlichen Ferkels vor dem Kind. Ich blicke hier gar nicht mehr durch in diesem Dreckspiel. Bin ich wieder zu blöd? Ich habe keinen Plan. Ich habe echt keinen Plan. Alles voller Kreuze. Einmal umdrehen, bringt mir hier sowieso nichts. Wisst ihr was? Ich suche mal wieder nach. Nach dem, was ich brauche. Aber diesmal sprühe ich nicht vor. Ich habe keinen Bock. Ich mache jetzt mal kurz einen kleinen Cut und schaue mal selber nach. Ist mir einfach alles zu undurchsichtig bei diesem Spiel. Bis gleich. Ach Leute, ich war mal wieder zu blöd. Natürlich war ich zu blöd. Natürlich war ich zu blöd. Was denn auch sonst? Kann es anders sein? Nein, kann es nicht. Das mit dem Totenschädel ist schon mal gar nicht so verkehrt gewesen. Ich müsste nur einen Raumwechsel vornehmen. Vor allem. Tür durch, ich bin Lucius, ich zerbreche die Türen, ich heb sie aus den Angeln. Ich muss wieder zu Onkel Tom. Onkel Toms Hütte. Natürlich hatten sie eine Affäre. Ich hab's doch gesehen. Wie die wilden Hühner sich gegenseitig ins Rektum gepimpert haben. Sie mit dem Strap-on und er einfach so. Die Perverzlinge, Perverzlinge. Es hätte viel einfacher sein können, wenn ich nicht so elendig dumm gewesen wäre, Leute. Ich hätte mich nur im Raum mal ein bisschen umgucken müssen. Da ist nämlich Wash. Und zwar. Ist hier irgendwo eine Whiskyflasche? Wo ist die Whiskyflasche? Ich hätte sich nicht die er meint. Die er da liegen hat. Eine andere. Ich muss jetzt allein sein. Ja, ja. Ich schubst den Wein um. Sauf nicht so viel, du alte Sau. Wo ist die scheiß Whiskyflasche? Wie konnte sie das tun? Warum sollte sie so etwas tun? Blums. Der Schlippe hängt doch. Ich brauche meinen Schlippe. Wo ist die scheiß Whiskyflasche? Oh, Lucius. Warum? Ich soll mich in seinem Raum umgucken. Warum hat sie das getan? Ach, vielleicht hier. Da unten. Was war mit dem Schlüpfer nicht in Ordnung? Siehst du, Leute? So eine Kleinigkeit übersieht man gerne mal. Wenn man nicht direkt drauf kommt, weil man blöd ist wie ich. Wie Schifferscheiße, sagt man so schön. So. Jetzt nehme ich den Whisky und gebe ihm den. So, nimm die andere, genau. Genau, fällt doch gar nicht auf. Ganz realistisch gewesen. Ganz realistisch. Du Pennergesicht. Egal. Ich drück mal kurz Q. Ja, so, fertig, damit die scheiß Anzeige oben weg ist. Jetzt säuft er erstmal seinen geilen Scheiß da aus. Murloc Baby! Du! Das warst du! Du kleiner Scheißer! Du hast das alles getan! Du! Langweilig.
Nom, 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 nom. Ja. Das war dann der Tod des Onkel Tom. Hui! Noch ein Tod und ich kriege eine neue Fähigkeit. Oder so. Tom, ich bin es. Charles, mach bitte die Tür auf. Nom, nom, nom. Zahlstangen. Oh, Scheiße! Nein! Nicht das! Nein! Nicht das! Der war eh ein perverser Mann. Scheiß drauf, der Dill ist im Schrank. Mr. Wagner, mir fehlen die Worte. Sie haben eigene Schlüsse gezogen, Detective. Unsere Familie erleidet eine große Schande. Ich habe nur noch geringe Hoffnung. Ich möchte, dass Sie und Ihre Männer das Haus bis zum Abend verlassen. Für Sie gibt es hier nichts mehr zu tun. Wir werden uns ab jetzt selbst um unsere Probleme kümmern. Noch einmal, Ihr Verlust tut mir wirklich leid, Mr. Wagner. Ich werde für Sie und Ihre Familie ein Gebet sprechen. Vergib mir, Vater. Ich habe gesündigt. Meine letzte Beichte ist, oh, ich weiß nicht, schon sehr lange her. Da gibt es eine Familie. Ihr Heim wird von Unglücken heimgesucht, die ich nicht erklären kann. Ich habe versucht zu helfen, aber ich habe mich vielleicht zu sehr eingemischt. Ich habe Albträume. Fürchterliche Szenen spielen sich in meinem Kopf ab. Und diese Familie, sie sind die Schauspieler. Ich glaube, diese Familie braucht Hilfe, mein Sohn. Ich glaube, die Kirche sollte intervenieren. Mhm. Jetzt kommen die auch noch auf mich zu, oder was? Bleibt mal schön draußen mit euren Kruzifixen. Tektonik ist ja auch nicht gebrochen. Strecken. Ja. Hallo, Lucius. Hallo. Das machst du gut. Aber ich bin der niederen Opfer müde. Dienstmädchen, Butler, Buchhalter, Trinker. Was denn noch? Glaubst du nicht, es ist Zeit, den Einsatz zu erhöhen? What the fuck? Vielleicht machen wir das hier ein wenig persönlicher. Ist Onkel nicht persönlich es genug? Es gibt ein paar hinterhältige Schlampen in deiner Familie, Lucius. Du musst sie wie Unkraut jäten. Lass mich dir etwas anderes zeigen, was dir auf deiner Reise nützen kann. Du bin ich immer gespannt. Die Leute dazu bringen, Dinge zu vergessen. Das kann sehr nützlich sein. Okay. Gedächtnisfähigkeit. Was für ein vielversprechendes Talent. Das ist ja easy dann. Da kann man ja alles direkt. Je mehr auf dem Spiel steht, mein Sohn, schlecht. Desto wie schlecht. Mehr Macht kann aus deinem Opfer gewonnen werden. Sieh näher auf deine Familie, Lucius. Mach mich stolz. Und wer soll jetzt der Schandtäter sein? Sind doch alle verliebt, Mann! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Gras ist auf dieser Seite immer rot. Was? Nun gut, bleiben wir gespannt, was jetzt ich wohl machen soll, wen ich wohl jetzt umnieten soll. Das werden wir im nächsten Part sehen. Ich bleibe gespannt. Ich weiß es selbst noch nicht. Was kann persönlicher sein als Onkel? Wir wissen es nicht. Wir können es uns denken. Also, auf ein baldiges Wiedersehen, liebe Leute. Ich verabschiede mich hier. Auf bald. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Wünsche euch weiterhin viel Spaß mit diesem Projekt, mit anderen Projekten, mit anderen Let's Playern, mit eurem Real Life, mit euch selbst. Spielt an euch rum, während ihr das Video schaut. Oder das nächste. Das erhöht die Intensität. Ne, liebe Leute. Also, Tschüssikowski.